Hallo und herzlich willkommen zurück zu Gült. Ja, in der letzten Folge hatten wir ja hier so einen kleinen Cliffhanger und da sind wir jetzt stehen geblieben und hier gehen wir jetzt runter. Auch wenn mir nicht ganz wohl dabei ist, da runter zu Dieser gehen. Mann. Er kannte Emily also. Versucht er wirklich zu helfen? Aber wenn? Warum verbirgt er dauernd was von mir? Ich will ihm ja vertrauen, aber ich hab eh keine Wahl. Genau, so viel kann ich dir sagen. Ich denke, dass du ihm vertrauen solltest. Zumindest auf mich macht er einen sehr vertrauenswürdigen Eindruck. So, ich hoffe mal nicht, dass hier jetzt irgendein Monster kommt. Da habe ich nämlich noch was Leuchten Noch gesehen. ein Ah, ein Tagebuch. seltsames Buch. Der alte Mann. Okay, stand da gerade, wir waren Freundinnen? Wir waren mal Freundinnen. Hä? Jetzt bin ich mal gespannt. Wir waren mal Freundinnen. Ich glaube, sie hatte mich wirklich lieb. Früher haben wir immer zusammen gespielt, aber jetzt ist sie genauso gemein zu mir wie die anderen. Ist das alles meine Schuld? Vielleicht bin ich ja ein langweiliger Dummkopf, eine Heulsuse. Vielleicht bin ich ja deshalb hier. Vielleicht wollen die Monster mich ja deshalb fressen. Ich versuche nicht zu so viel daran zu denken, an die fiesen Kinder und Sally. Aber jedes Mal, wenn ich versuche, an etwas anderes zu denken, finde ich es in diesen komischen Büchern wieder. Ich habe den netten alten Mann um Hilfe gebeten. Er ist nett zu mir. In seiner Nähe fühle ich mich fast, als wäre ich wieder zu Hause. Er hat gesagt, ich sollte warten und mich so gut wie möglich verstecken. Er hat gesagt, dass ich es nicht verdient habe, hier zu sein. Okay. Da ist was drin. Ach so, können wir das wieder? Ich weiß noch nicht wofür. Können wir da irgendwas nehmen? Ich kann doch. Ach so, ich muss eins da dran machen. Ah, okay. Die Frage ist jetzt, warum ist das da oben? Oder kann ich das öffnen, wenn das eingefroren ist? Moment. Okay, das ist es nicht. Das ist es auch nicht. Komm schon, frier endlich ein. Keine Ahnung, wie ich da dran komme. Aber ich nehme. Na gut. Andererseits, hier fehlt ja noch dieses. Ich denke mal, dass es damit zusammenhängt, dass hier noch was fehlt. Wird das hier eigentlich angezeigt? Nee, wird nicht angezeigt. Fehlt noch ein Rädchen, aber ich glaube nicht, dass das einfach so hier rumliegt, ne? Das wäre jetzt schön, aber. So, das ist voll. Da oben nicht. Also, wenn ich irgendwo ein Rädchen finde, muss ich auf jeden Fall nach hier zurückgehen. Oben habe ich aber keins gesehen, also das kann es nicht sein. Wo müssen wir denn hin? Moment, wir müssen nach links grob und dann ganz lange geradeaus. Wir müssen wieder zum Hauptgebäude. Ach du Schande, okay. Oh, habe ich mich jetzt erschrocken. Okay, da ist ein einfacher. Der sich aber. Ne, der geht jetzt da hinten rum. Da ist eine Krähe zwischen. Die Frage ist jetzt. Ja, jetzt kommt er zurück. Die Frage ist jetzt, ist hier rechts irgendwas, was mich erwischt, wenn ich den jetzt töten würde? Andererseits, der geht so lange nach hinten. Ich weiß nicht, ob ich den überhaupt töten muss. Ich könnte entweder rechts rum oder den langen Weg da durch. Okay, ausweichen kann ich nicht.
scheint keiner zu sein. Oh, macht mich hier nicht bekloppt, bitte. Da ist eine Krähe. Okay. Nein, 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 du siehst mich nicht, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Oh, ich werde gerade etwas wahnsinnig. Nein, nein, lauf nicht. Lauf nicht. Oh Gott. Okay. Wir müssen darum. Es ist nicht so gut, wenn ich hier auf offener Straße rumlaufe, glaube ich. Da geradeaus drüber und dann auf der rechten Seite. Kann ich da quasi einfach so rüber? Das ist mir hier zu ruhig, ehrlich gesagt. Irgendwas passiert gleich. Ich weiß es jetzt schon. Weil die werden nicht über einen längeren Zeitraum keine Gegner hier reinstellen. Das glaube ich nicht. Es sei denn natürlich, dass das noch die Gegner sind von davor. Das wäre natürlich scheiße. Dann hätten wir da drin noch die ganzen Puppen. Oh Gott. Cafeteria, kann ich da, kann ich eigentlich nur durch die Mitte quasi, ne? Also links von mir und dann geradeaus. Die Frage ist jetzt. Das hört sich irgendwie ganz, ganz mies an hier. Vor allem waren ja hier überall diese Viecher, ne? Wenn ich mich richtig erinnere. Das ist mir alles gerade nicht so ganz koscher. Theoretisch müssten wir jetzt nach rechts und dann nach links, wenn ich da durchkomme und dann in die Halle. Ein Loch. Und dann immer dieses Herzgeräusch, ne? Das macht mich wahnsinnig, ganz ehrlich. Ja, und dann geradeaus in die Halle. Oh, oh, oh. Gut, dass ich noch in Deckung bin. Ah, da steht er. Okay. Hallöchen, alter Mann. Hilf mir. Bist du bereit, Sally? Das bin ich. Aber... warum kommen Sie nicht mit? Ich wünschte, ich könnte, aber unmöglich. Ich bin nicht mehr stark genug. Ich werde ruhen. Ich brauche all meine Kraft, um Emily und dich zurückzubringen. Was ist? Sind Sie krank? So könnte man sagen. Gut, jetzt öffne ich dir die Tür zur Mine. Wenn du Emily findest, öffne ich eine Tür, damit ihr zurück könnt. Sobald ihr hindurch seid, rennt zur Seilbahn. Nur so entkommt man diesem elenden Ort. Und jetzt pass auf. Das ist sehr wichtig. Du musst Emily dein Ticket geben. Sonst fährt die Seilbahn nicht. Hast du das verstanden? Ich glaub schon. Gut. Öffne die Tür, wenn du soweit bist. Und Sally? Ja? Gib acht. Du machst das so gut. Danke. Okay, was anderes, was mir gerade aufgefallen ist, wahrscheinlich hätte ich nochmal reingekonnt, da wo ich schon mal bei dieser Puppe war,
das Ding nochmal einfrieren und vielleicht rausnehmen können, damit ich das draußen dann diesen Stein hätte nehmen können. Aber ich bin mir da nicht sicher. Aber gut, ich sag jetzt mal, ist jetzt nicht so schlimm. Wir gehen jetzt mal hier durch. Emily finden und diesen Ort für immer verlassen. Was mir ehrlich gesagt sehr Sorgen macht, abgesehen mal von dem großen Gebiet jetzt hier. Hat er das jetzt registriert? Ich hoffe. Ach, das ist schräger als gedacht. Das sieht mir jetzt irgendwie so nach neuem Bossgegner oder sowas aus. Nicht gut. Okay. Gut, vielleicht auch nicht. Oh, da hinten kommen schon wieder welche. Oh, ich hasse es, ich hasse es, ich hasse es. Wo müssen wir denn hin? So grob geradeaus nach links, oder? Nee, eigentlich müsste ich nach links, aber wahrscheinlich auf einem anderen Weg. Also da ist versperrt. Da rein. Naja. Ich vermute aber mal, dass ich dafür dann einmal komplett hier durch muss. Du hast mich nicht gesehen, du hast mich nicht gesehen, du hast mich nicht gesehen. Oh Gott. Ich hasse diese blöden Krähen. Okay, und jetzt? Der geht nach hinten. Das heißt, kann ich da vorbei? Ja, muss ich dann ja, ne? Der geht so in L-Form. Und ich muss wahrscheinlich da hoch, nehme ich mal an. Oh, geht zur anderen Seite, geht zur anderen Seite, geht zur anderen Seite. Sieh mich bloß nicht, wenn ich hier hochgehe. Okay. Ich war mir jetzt nicht sicher, ob er mich sieht, wenn ich da hochgehe. Ach du Scheiße. Ist nicht euer Ernst, oder? Die sehen mich doch, wenn ich das mache. Ich denke mal, dann kommt das da runter, oder? Oh Gott. Nicht geplant, das war so nicht geplant. Mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Was passiert jetzt? Geh drauf. Nicht runterlaufen, nicht runterlaufen. Sally, guck, nur nicht runter. Scheiße. Scheiße. Hab ich mich jetzt erschrocken. Oh, das ist nicht euer Ernst, oder? Dass ich das da aktivieren muss, dann da drunter krabbeln muss? Oh Gott, nein. Nein, 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 nein. Nein, du sollst mich nicht sehen. Geh drauf, geh drauf, geh drauf. Oh Gott. Okay. Ich hoffe, die können hier nicht durch.
bin mir nicht sicher, ob ich das aufmachen möchte. Deswegen, ich denke mal, dass ich ja hier durch muss. Da ist ein Auge. Moment. Da ist auch noch eins. Ach, da ist noch eins. Das waren alle. Okay, sehr schön. Dann geht's weiter. Hallo? Gehst du mal weiter? Wo bin ich denn jetzt? Hä? Wie, ich gehe jetzt wieder zurück? Ich bin doch dahin gegangen, wo das gerade freigegangen ist. Moment. Ich bin etwas verwirrt jetzt gerade von diesen Markierungen hier. Nee, jetzt bin ich richtig. Verstehe ich nicht, warum das jetzt eben falsch war. Warum habe ich hier Sachen zum Verstecken? Moment, wir haben da eine Leiter. Oh. Oh. Nein, bitte! Gib sie mir zurück! Nicht meine Lampe. Schön, behalt sie. Scheiße. War das meine Lampe? Das war meine Lampe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das heißt jetzt was? Dass jetzt wahrscheinlich Gegner kommen, wofür ich die Lampe brauchen würde, oder? Was war das? Das war aber kein, dass mich was entdeckt hat, oder? Okay. Ich muss wahrscheinlich hier irgendwie... Oh Moment, da hinten steht was. Muss ich also aufpassen. Was muss ich mit den Dingern machen? Ich bin mir noch nicht sicher. Ich probiere jetzt erstmal, ob ich überhaupt irgendwas damit machen kann. Ah, doch, Weichen stellen. Okay. Die Frage ist nur, wohin und warum? Die könnte ich jetzt nach geradeaus stellen. Was war denn das für ein Geräusch gerade? Das klang jetzt, als ob hier irgendwas war. Ja, aber was bringt mir das, ne? Wahrscheinlich muss ich erstmal was da drauf schieben oder so. Weiß nicht, da kann ich wahrscheinlich nichts schieben. Da kann ich nichts ziehen, ne? Da hinten ist vielleicht was zum Ziehen. Ne, hier ist nichts zum Ziehen. Da unten kommen wir nicht weiter. Da steht hier der eine. Kriegt er sich eigentlich um oder kann ich den eventuell... Ach nee, ich habe ja keine Taschenlampe mehr. Oh. Also nicht drauf ankommen lassen. Ich kann niemanden mehr töten. Ich kann mich auch nicht mehr verteidigen. Was wahrscheinlich der Grund dafür ist, dass jetzt gerade hier nur einer steht. Kann ich hier runter? Nee, das war davor abgeschlossen. Naja. Okay. Okay, wir brauchen erstmal Strom, so wie es aussieht. Wo fängt... Also Moment, das fängt in der Mitte an und das muss nach unten. Das heißt...
dass wir das drehen. Ja, und eigentlich über oben weitermachen müssen, ne? Was aber nicht so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. wieso kann ich das jetzt nicht drehen? Das kann ich auch nicht drehen. Ach, das ist feste. Okay. Dann nehmen wir das. Ach so, wir brauchen drei. Oh, halt. Sehe ich ja jetzt erst. Okay. Das heißt, ich müsste das so machen. Ah, so, ich verstehe. Das muss ich runterlassen. Genau dahin, wo dieser komische Vogel ist. Das wird wieder... Ihr wollt mich verarschen jetzt, oder? Wie soll ich das denn machen, wenn diese Kakrähe da die ganze Zeit... Hallo, ich habe keine Taschenlampe mehr. Oh, ist jetzt nicht euer Ernst. Oben geht's weiter rum. Ja, ich denke mal... Nein, nein, nein. Ach, der läuft da hinten komplett rum. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt wegschieben kann. Das Problem ist, der kommt jetzt wieder nach hier, oder? Na, jetzt läuft er da hinten rum. Bleibt er jetzt da? Ich meine, es ist natürlich ein bisschen blöd, wenn ich das Ding vorne drehen muss. Aber ich glaube, genau deswegen bleibt er auch da und kommt jetzt nicht hier rüber. Ja, okay. Ich kann das nur von einer Seite schieben. Okay. Ich weiß nicht, wie nah ich rangehen kann. Das ist jetzt gerade mein Problem. So. Ich hoffe, das steht jetzt richtig, dass ich das jetzt hier drehen kann. Jetzt muss ich das von der anderen Seite ziehen. Das ist natürlich doof. Oh Gott. Ich will aber mein Glück nicht überstrapazieren, deswegen, ne? Warten wir jetzt noch einen kleinen Moment. So. Aufgefallen. Ist keinem aufgefallen, dass hier ein Riesenlärm war. Alles ist gut. Macht einfach weiter. Oh mein Gott, ich dachte, der rennt jetzt hinter mir her oder so. Oh. Okay. Achso, brauche ich nicht. Gut, was machen wir hiermit? Können wir nur zurückziehen? Wahrscheinlich nur, damit wir da durch können, denke ich mal. Erschreck mich doch nicht so. Das ist ja schon wie bei Resident Evil hier.
Wenn du mir jetzt sagst, dass jetzt das Feuermonster nochmal kommt, dann kriege ich hier die totale Krise, ganz ehrlich. Oh Gott. Oh oh. Da ist sie. Fast geschafft. Ja, schrei doch noch mehr rum. Ich weiß nicht, ob die Viecher hier sind. Ich dachte, du trauerst deinen alten Freunden nach. Komme ich nicht mehr hoch, ne? Emily, ging es dir wirklich so schlecht? Bist du etwa deshalb hier gelandet? Also ich gucke mich jetzt nur noch mal komplett um, weil ich kann teilweise nicht mehr zurück. Und das wäre natürlich blöd, wenn ich... Habe ich mich jetzt erschrocken? Wenn ich dann irgendwas übersehen würde... Ach so, nee, ein Vogelkäfig oder so kann ja auch nicht mehr kommen. Ja, ja, steht auch 0 von 0. Aber hier steht generell, hier ist gar nichts mehr drin in der Gegend. Schade, wir haben nur 4 von 6 eingesammelt, sehe ich gerade. Und nur 5 von 10 von diesen Typen. Und gar nicht so viele Dokumente bisher. Ich denke aber, dass es nicht mehr so lange dauern wird mit dem Spiel. Da ist eine Tür, da müssen wir, glaube ich, durch. Ich gucke hier noch. Achso, ich kann ja nicht mehr leuchten. Können wir nicht durch, okay. Wir sind jetzt gefangen, für immer. Hilfe. Ach so. Ah, verstehe. Verstehe, verstehe. Wo sind wir denn hier? Ja, da müssen wir auch durch. Das hat ja jetzt super geklappt. Also es hat gut geklappt, aber es ist jetzt nicht ganz so... Stand jetzt nicht ganz so, wie ich es eigentlich wollte. Wenn hier Barrikaden sind, wo man sich hinter verstecken kann und diese Ablenkungsdinger, dann gehe ich stark davon aus, dass hier gleich Gegner sein werden. Wenn sie nicht schon da sind, natürlich. Da kann man nicht durch. Vielleicht kommen sie da gleich raus. Ich weiß es nicht. Oh Gott. Ich mir jetzt so ein Ding zum Werfen mit oder nicht? Ich bin mir nicht sicher, ob ich das hier für irgendwas brauche. Ich meine, das ist schön, dass ich jetzt auf der anderen Seite bin. Muss wahrscheinlich da rein oder so. Aber kann ich die Tür öffnen? Auch nicht. Ich muss eigentlich auf der Seite weiter. Wahrscheinlich genau da, wo das versperrt ist, bei meinem Glück. Ach, da unten wahrscheinlich. Ah, okay. Da kann ich auch runter. Aber das ist versperrt. So, jetzt ist die große Frage, das sind Flaschen. Kann man die irgendwie explodieren lassen oder so? Aber wahrscheinlich kann man die mit was explodieren lassen, wenn man da was gegenwirft? Ich bin mir nicht sicher. Hier kann man ja auch nichts machen, ne? Ich meine, eigentlich ist es so eine Art Säure. Nicht dein Ernst jetzt. Wo ist dieses Mistvieh? Das ist jetzt nicht im Tunnel drin. Lass mich helfen. Das ist aber irgendwo da.
Da oben, oder was? Ja, ja, ist klar. Kein Thema. Okay, ja, ich dachte, ne, ist ein Spiel, vielleicht funktioniert's ja. Das Problem ist, ich kann halt nur noch einfrieren. Versteck dich nicht. Ich denke mal, dass die wirklich über mir ist. Das Problem ist, ich kann halt nur noch einfrieren und, weiß nicht, wie ich das jetzt da wegkriegen soll. Da hinten ist die Drecksvieh. Kann ich die irgendwie... Ah, Moment. Kann ich die vielleicht hier rüberjagen quasi mit dem Ding, dass sie da durchbricht? So furienmäßig? Geht das? Nicht. Ja, war aber zumindest ein Versuch wert. Ich wüsste sonst nicht, wie ich jetzt da mit dieser Puppe da zurechtkomme, wenn ich jetzt ehrlich bin. Ich denke, dass das tatsächlich irgendwas damit zu tun hat. Ich meine, ich könnte jetzt auch einfrieren, aber... Ich denke, dass es irgendwas mit dieser Dose zu tun hat. Oder ich muss die wirklich, indem ich da rumlaufe irgendwie. Hallo, hier bin ich. Ja, dreh dich mal um. Kuckuck, hier bin ich. Komm her. Lass mich helfen. Muss ich da irgendwas? Aber das ist zu, ne? Die will gar nicht erst runter. Ich hab dich lieb. Die will gar nicht erst nach unten zielen, irgendwie. Jetzt bin ich verwirrt. Jetzt bin ich wirklich verwirrt, was ich hier machen soll. Man kann oben... Ich weiß jetzt halt nicht... Ich kann ja nicht wieder zurück. Das ist das Problem. Ich bin ja irgendwo mal runtergesprungen. Und kann jetzt nicht wieder zurückgehen. Die Tür kann ich jetzt auch immer noch nicht benutzen. Sonst kann ich auch nichts anderes hier machen. So. Ja, ich bin ganz ehrlich, ich habe im Moment absolut keinen blassen Schimmer, wie ich jetzt hier weiterkommen soll. Ich guck nochmal hier in der Ecke. Ist halt auch nur... Kannst auch nichts einfrieren oder so, ne? Ja. Weil die Trulla kann ich nicht einfrieren. Ich denke mal, hier die Sachen, es bringt mir nichts, wenn ich das einfriere. Da vielleicht irgendwas, keine Ahnung. Ich muss hier rein, so viel ist klar. Ach, ich bin so doof. Ich hätte vorher mal näher rangehen sollen. Oh, okay. Okay.
Ja, das ist halt der Unterschied zwischen jemandem, der es vorher noch nie gespielt hat und jemandem, der schon weiß, wie es geht, ne? Es dauert halt ein bisschen länger, bis man die Lösung findet. Aber irgendwann findet man die Lösung. Jetzt will die hier nicht mehr so richtig runter. Versteck dich nicht. Ich dachte, die kommt jetzt hier rausgeballert oder so. Okay. Ja, hat uns ja viel gebracht. Obwohl, doch, das hat uns was gebracht. Wir können da jetzt runterspringen. Dann würde ich sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen. Und dass wir den Rest dann in der nächsten Folge gucken. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.